Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mehr Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam eine ganz besondere App testen, und zwar die App von dem YouTuber Julian Bam. Die kennt ihr sicherlich schon alle. Das ist eine ziemlich neue App. Sie nennt sich Bam Attacks, also nach ihm selbst benannt. Man muss einen Account kreieren mit einem Nickname. Da nenne ich mich doch mal Nina. Ich hoffe, Nina gibt es noch nicht, aber das scheint auf jeden Fall ein relativ beliebter Name zu sein. Nickname schon vergeben. Da machen wir Ninas Spiel. Okay. Und ich spiele mit Tina. Ne, E-Mail-Adresse brauchen wir nicht. Wir starten einfach direkt. Für mich also heute gemeinsam mit euch auch das erste Mal Bam Attacks. Wir kriegen erstmal jede Menge Preise hier. Noch gar nichts gemacht, aber wir werden schon ganz, ganz doll belohnt. Da ist er übrigens, Julian Bam. Ganz gut getroffen, finde ich. Hey Nina Spie, willkommen im Team Tina. Ich werde dir nun eine kleine Einführung in das Spiel geben und wünsche dir schon jetzt viel Spaß. Dieses Mal bist du Spieler Rot. Alle roten Häuser gehören also dir. Okay. Die große Zahl zeigt, wie viele Einheiten in einem Gebäude sind. Die kleine, wie viele Teileinheiten. Zum Glück gibt es bei jedem Haus, das einem Spieler gehört, alle 5 Sekunden eine Einheit dazu. Graue Häuser gehören noch niemandem. Ein Haus kann maximal 5 Einheiten beherbergen. Dieses kann sich aber mit entsprechenden Power-Ups ändern. Du kannst übrigens die Ansicht ändern, indem du mit beiden Daumen gleichzeitig auf dem Screen entweder runter oder hoch wischst. Versuche es einmal. Okay, jetzt haben wir eine Draufsicht. Prima, so kannst du nachher die für dich beste Perspektive wählen, um das Spielgeschehen perfekt im Blick zu haben. Ziel des Spiels ist es, alle Häuser einzunehmen, indem du Einheiten zu ihnen sendest. Wir werden jetzt einmal ein weiteres Gebäude übernehmen. Okay, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Du entsendest eine Einheit, indem du mit einem Daumen dein Gebäude gedrückt hältst und mit dem anderen einmal auf das Zielgebäude tappst. Danach dein Gebäude wieder loslassen. Mit einem Daumen dein Gebäude gedrückt hältst, okay, und mit dem anderen einmal auf das Zielgebäude tappst. Hat's funktioniert? Du entsendest eine Einheit, indem du mit einem Daumen dein Gebäude gedrückt hältst, das wäre in diesem Fall das rote, und mit dem anderen einmal auf das Zielgebäude tappst. Danach dein Gebäude wieder loslassen. Habe ich gemacht. Hat noch nicht so gut funktioniert. Also mein Gebäude gedrückt halten. Ah, sehr gut. Vielleicht habe ich auch nicht eine gute Ansicht, dass ich sehen kann, ob das schon eingenommen ist oder nicht. Mal sehen, was passiert, wenn deine Einheit das andere Haus einnimmt. Da in deinem anderen Haus keine Einheit war, um es zu verteidigen, ist es nun deins. Ab jetzt erhältst du auch hier alle 5 Sekunden eine Einheit dazu. Jetzt versuche eine Gruppe von exakt 3 Einheiten zu versenden, indem du dreimal auf das Zielgebäude tappst, bevor du deines wieder loslässt. Sehr gut, mal sehen, was passiert, wenn deine Einheiten das andere Haus erreichen. Achte auf die Einheitenanzeige des Zielgebäudes. Wie du siehst, konnten 2 deiner Einheiten durch die anderen 2 im Haus befindlichen abgewehrt werden. Deine dritte Einheit hat im Anschluss das Gebäude übernommen. Klingt auf jeden Fall schon mal ein bisschen kompliziert, oder? Zusätzlich gibt es noch Power-Ups. Power-Ups können zum Beispiel Einheiten beschleunigen oder Eigenschaften von Häusern verändern. Du kannst unten in der Liste ein Speed-Up-Power-Up. Was? Du hast unten in deiner Liste ein Speed-Power-Up. Zieh es auf dein linkes Gebäude. Sehr gut, nun sind alle Einheiten, die aus deinem Haus kommen, schneller als zuvor. Zum Schluss nimm nun das gegnerische Gebäude vom Spieler blau in der Mitte ein.
So, ich habe jetzt drei Leute dahin geschickt. Ich glaube, das hat nicht gereicht. Jetzt habe ich noch welche aus meinem anderen Haus geholt, damit die mal die Bude aufräumen. Hat das jetzt funktioniert? Immer noch nicht? Also meine Strategie funktioniert nicht so ganz. Vielleicht muss ich die auch zeitgleich schicken. Das probiere ich mal aus. Ich tappe mal beide Häuser an und halt beide mal gedrückt. Das funktioniert, glaube ich, nicht, oder? Nein, jetzt habe ich die ins falsche Haus geschickt. Das war nicht so schlau. Oh, ich glaube, mein eines Haus ist jetzt komplett leer. Jetzt haben wir es geschafft. Das war aber auch echt eine schwere Geburt. Also, mein erster Eindruck. Ich finde es ein bisschen kompliziert. Es ist auf jeden Fall ein einfaches Spielprinzip eigentlich. So, wie geht's weiter? Wir können jetzt starten. Für dieses Spiel braucht man übrigens eine Internetverbindung. Es funktioniert nicht, wenn man offline spielt. Hey Nina, Spiel. Gleich geht's los. Dein Gegner... Oh, ich konnte gar nicht so schnell lesen. Ich bin auf jeden Fall rot. Die Grauen gehören ja noch niemandem, die kann ich dann direkt einnehmen. Oh nein! Mein Gegner lässt auch überhaupt nicht locker. Das geht echt schnell. Rasend schnell werden hier meine Häuser wieder eingenommen und wieder abgegeben. So schnell kann man echt nicht gucken. Yay, ich habe gewonnen! So muss es sein. Ich weiß zwar nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich glaube, ich habe es ganz gut angestellt. Einfach drauf los. Du hast einmal am Tag die Chance, deine Belohnung zu verdoppeln. Deine Wahl. Ich wollte jetzt kein Video angucken. Nächster Level, den spielen wir jetzt nochmal gemeinsam mit euch. Sieht auf jeden Fall aus wie der Level auch vorher. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ja, ich kann gerade noch nichts machen.
So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Action machen, glaube ich. Aber ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel nicht ganz so reagiert, wie ich mir das wünsche. Also, und der blaue Spieler macht derzeit irgendwie gar nichts. Und ständig komme ich da auf die Lautstärke. Hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, wie ich das Smartphone halte. Aber der blaue Spieler, der pennt irgendwie. Der kriegt das gar nicht mit, dass er hier quasi von mir überrannt wird. Wie? Ich habe gerade verloren? Warum das? Das habe ich jetzt auf jeden Fall nicht ganz so verstanden. Ich war noch der rote Spieler. Und habe. Soweit ich weiß, hätte ich eigentlich gewinnen müssen. Sehr, sehr seltsam. Ich hatte, glaube ich, vier rote Häuser. Oder war ich doch der blaue Spieler? Habe ich gerade irgendwas verpasst? Das wäre natürlich jetzt sehr, sehr bitter. Vielleicht könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben, warum ich gerade Bam Attacks verloren habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der App haltet, von Julian Bams App namens Bam Attacks. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen klicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao!